Warum weinst du, mein Sohn? Ich bin sehr hungrig. Hungrig? Willst du, dass ich dir etwas koche? Ja, ich will. Ich will, dass ihr das kocht, was ich euch selbst zeichnen werde. Großartig. Die Challenge beginnt genau jetzt. Was werden wir kochen? Toll, ich bin fertig. Ich habe Spaghetti gezeichnet und ich möchte, dass sie wirklich lecker sind. Ha, mein typisches Gericht. Keine Sorge, mein Sohn, ich mache sie für dich. Und womit soll ich anfangen? Zuerst nehme ich Spaghetti, ich lege die Schnur weg und jetzt lege ich sie hinein. Aber warum passen sie nicht rein? Ich muss etwas tun. Ich breche sie in zwei Hälften. Was macht ihr denn? Immer mit der Ruhe, es sind nur Spaghetti, nichts Kompliziertes. Stas, du Idiot, ich zeige dir, wie man Spaghetti richtig macht. Zeig es mir. Jetzt lege ich sie in kochendes Wasser. Dann warte ich, Leute. Leute, ihr seid alle überhaupt keine Profis. Zunächst einmal sind das nicht die echten Spaghettis, Leute. Ganz normale Spaghetti, die machen was meinst du damit? Ich zeige es euch, Leute. Hey, was machst du denn da? Das sind Spaghetti! Bist du verrückt, Kumpel? Ich bereite nämlich handgemachte Spaghettis zu. Ich beginne mit dem Mehl. So, unter diesen Mehlhaufen mache ich so ein kleines Loch. Dann schlage ich ein Ei drin auf. Gieße etwas Öl hinein. Und eine Prise Salz am Ende. Und jetzt alles einmal gut durchkneten. Geben den Teig eine Massage. Leute, die Spaghetti sind fast fertig. Und der Teig ist fertig, Leute. Und jetzt werden wir es einmal gut durchkneten. Und jetzt schneiden wir es. Und dann werfen wir alles ins Wasser. Und jetzt einmal umrühren. Und gleich werde ich einmal unsere Meeresfrüchte anrühren. Und jetzt fügen wir noch ein wenig Dekoration hinzu, damit alles hübsch wird. Schaut, Leute, wie schön es geworden ist. Was zum Teufel machst du denn da? Ich reibe gerade den Käse. Das ist ein Muss. Papas klassisches Spaghetti mit Ketchup. Was ist los, das? Was machst du? Leute, sie sind am Boden verklebt. Ich brauch sie nicht mehr. Stas, was machst du da? Bist du dumm, Mann? Die Mann, ich bin der klügste Mensch der Welt. Ja, so, im Kreis. Und jetzt natürlich füge ich noch etwas Schokoladensirup hinzu. Erledigt. Das ist nicht richtig. Das ist doch keine Spaghetti. Das ist furchtbar und ekelhaft, Mann. Jetzt wollen wir mal sehen, was Odyssee dazu sagt. Ich gewinne auf jeden Fall. Das sieht nach sehr gutem Essen aus. Ich fange damit an. Iggy, was ist das denn für ein komisches Zeug drinnen? Okay, ich probiere. Nein, nein, so gut schmeckt das nicht, Simon, schade. Was? Meine Spaghetti sind die besten. Was meinst du da? Wirklich gute Spaghetti. Sie sind perfekt. Ausgezeichnet. Bravo, mein Sohn. Oh, was ist das, Leute? Das sind Weingummi-Spaghetti. Es ist verrückt. Sie sind am Gewinnen. Ja, Freunde. Ja. Papa Stas, der Koch. Großartig. Und jetzt will ich ein richtig gutes Sandwich. Sehr, sehr knusprig. Großartig, los geht's, Leute. Zuerst stecke ich das Brot in den Toaster. Großartig, jetzt schneide ich Tomate und Zwiebel klein, um mein Sandwich gesund zu machen. Raffario, ich werde wieder weinen. Okay, erledigt. Ich habe das perfekte Sandwich, Leute. Liken Sie. Was macht man damit? Ich brauche sie überhaupt nicht. Das bist du durchgeknallt, Mann. Doch, absolut alle. Ich werde das hier benutzen. Anstelle von Gemüse verwende ich Marshmallow. Und jetzt KitKat. Das ist sehr ungesund. Das ist eine Menge Zucker drin. Und jetzt lege ich noch mehr Marshmallow drauf.
Und dann noch wieder ein bisschen Schokoladensirup. Und mache alles zu. Und es ist fertig, das? Ich gieße noch etwas Sirup darüber. Jetzt ist es fertig. Mir fehlen einfach die Worte. Lass mich der Koch sein und ich zeige dir, wie ein richtiges Sandwich macht. Ja, ehrlich. Also, man legt Brot drauf, dann schlägt man ein Ei rein. Wir machen ein Omelette-Sandwich, Leute. Und jetzt? Was machst du jetzt, Simon? Wartet mal ab, es wird bald fertig sein. Und jetzt ist es fertig. Jetzt legen wir es hier ab. So, und jetzt packen wir meine Lieblingssoßen drauf, Ketchup und Senf. Jetzt kommt oben Salat drauf. Jetzt noch ein paar Zwiebeln. Natürlich ein paar Tomaten, darf man nicht vergessen. Und jetzt oben kommt Wurst drauf. Und noch eine Scheibe. Was hast du gemacht, du Verrückter? Und jetzt kommt oben die letzte Scheibe Brot drauf, Leute. Gut, Simon, gut. Odyssey, sag mir, wer das beste Sandwich gemacht hat? Ich probiere zuerst das Sandwich von Stas. Es schmeckt gut, aber es ist wieder süß. Ich weiß also gar nicht. Es ist süß, weil du süße Sachen magst, mein kleiner Bruder. Jetzt das Sandwich von Rafario. Das hier ist von Rafario. Was ist das? Warum gibt es drinnen nur Gemüse? Ekelhaft! Was? Ekelhaft? Bist du normal? Das ist gesund, Odyssee! Sehr gesund! Oh, seht nur, Leute, wie groß das Sandwich ist! Ja, Odyssee, ich habe mir nämlich echt viel Mühe gegeben! So, ich probiere es. Das hier ist ein 100%iger Gewinner! Ja, Freunde! Ich sollte der Gewinner sein! Oh, Freunde! Und jetzt habe ich für euch Pommes gezeichnet! Ich hoffe, ihr schafft es! Also Pommes Odyssee! Rafario, lern doch mal was! Ah, klar! Hey, ihr Jungs, ihr seid wirklich dumm! Schaut mal, was ich hier habe, Jungs! Gefrorene Kartoffeln? Das hast du im Knacks, oder was? Du bist einfach neidisch, Simon! Ich gieße noch etwas Öl! Und jetzt werfe ich die Pommes rein! Nein, nein, das nein! Ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Erledigt. Also fertig. Bist du wahnsinnig, Stas? Verstehst du, was du getan hast? Du hast unser Leben riskiert. Ich wollte nur schnell das Gericht schaffen. Genug Quatsch für heute. Wir bereiten hier das Essen zu, um die Challenge zu schaffen. 1, 2, 3. Sieht wirklich toll aus. Natürlich so, du Dummkopf. Schau dir mal, wie man Pommes brät. Lerne mal. Das riecht gut, Leute. Und jetzt noch Ketchup. Es wird köstlich sein. Großartig. Ihr seid lahmärsche Jungs. Speck, Leute. Und jetzt wirklich die Pommes in Speck. Er ist eigentlich ein richtig guter Koch. Jo. Und natürlich gebe ich etwas Senf dazu. Und etwas Salat als Dekoration, Leute. Ich habe eine richtig tolle Idee, Leute. Anstelle von Pommes werde ich Gummibärchen nehmen. Und anstelle von Ketchup nehme ich Erdbeersirup. Leute, lassen wir doch Odyssee entscheiden, wer heute der Gewinner ist. Das bin ich eindeutig. Oh, Leute, seht euch nur die schönen Pommes an. Zuerst von Rafario. So gewöhnlich. Sowas esse ich fast jeden Tag. Was? Gewöhnlich? Bist du normal, Odyssee? Das ist dein Lieblingsessen. Und jetzt probiere ich Pommes von Simon. Ich probiere es. Leute,
Leute, ich mag überhaupt keinen Speck. Das schmeckt nicht gut. Warum hat Simon nie daran gedacht, dass er gar keinen Speck mag? Was, wie? Du magst keinen Speck? Jeder liebt Speck, Mann. Jetzt probiere ich das Gericht von Stas. Was für seltsame Pommes. Wow, das sind wirklich leckere Weingummis. Sie sind wirklich sehr lecker. Der Gewinner ist Stas. Wer als Erster aus dieser riesigen Grube rauskommt, gewinnt ganze 1000 Euro. Hier, Leute, haben wir ein Glücksrad mit vielen verschiedenen Gegenständen. Wir werden es drehen. Und der Gegenstand, der gezeigt wird, den werden wir bekommen. Und wir werden versuchen, mit dieser Hilfe des Gegenstands rauszukommen. Demon, dieser Gegenstand hier, wie kann er hier nützlich sein? Erklär mir das bitte. Das ist schon dein Problem. Es liegt an dir herauszufinden, wie er helfen kann, um ihn richtig einzusetzen. Ihr redet zu viel. Dreh das Rad und fangen wir an. Los. Los geht's, Leute. Schauen wir mal. Los. Was bekomme ich, Leute? Welches ist die erste Hilfe? Oh Leute, es ist wirklich gut, es ist ein Helm. Es könnte ein Stein von oben fallen und ich hätte einen Helm auf den Kopf und mir würde gar nichts passieren. Na los! Was könnte dir passieren? Du hast kein Gehirn. Ich dreh das Rad. Leute, eine Schere. Was soll ich mit einer Schere machen? Trotzdem muss ich gewinnen. Ich muss nachdenken. So, jetzt bin ich dran, Leute. Mal sehen, was dabei herauskommt. Ein Messer, Leute? Was soll ich denn mit einem Messer in der Grube machen? Ich weiß es nicht, aber mal sehen. Jetzt bin ich dran, Leute. Leute, ich habe ein Briefpapiermesser. Das ist schade, Leute. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Gegenstand etwas machen kann. Okay, ich gehe versuchen. Leute, der Helm ist 1000%ig nützlich. Ich habe nämlich gerade versucht, hinaufzuklettern und da sind Steine auf den Kopf gefallen. Direkt auf meinen Kopf. Aber zum Glück habe ich diesen Helm hier gehabt. Leute, ich wechsle die Stelle, denn hier gefällt mir das gar nicht. Das ist zu gefährlich. Ich werde auf eine andere Seite gehen. Da. Ah. Leute, um nach oben zu klettern, muss ich hier eine Stufe machen, um mich selber zu stützen. Und dann kann ich nach oben steigen. Aber im Moment habe ich keinen Gegenstand, um das zu machen. Aber ich bin ja ein guter Sportler. Ich bin Papastars und werde mein Bestes tun, um alleine ohne einen Gegenstand hinaufzusteigen. Schaut mal. Ah. Ah. Klappt einfach nicht. Leute, ich weiß nicht, was ich mit einer Schere machen soll. Aber ich glaube, ich muss mich einen Weg zubereiten. Damit mich nichts stört, richtig. Und ich mache hier ein paar Löcher. Fertig. Jetzt setze ich meinen Fuß hierher. Seht mal, was ich tun werde. Leute, seht mal. So. Das Wichtige ist, dass ich nicht aufgebe. Ah, wo? Das hat nicht funktioniert. Nutzlose Schere. Leute, das ist mein Platz und ich habe ein Messer. Aber hier ist es sehr gefährlich. Seht euch die Steine hier an, Leute. Sie könnten jeden Moment runterfallen. Seht euch das mal an. Oh, man muss hier echt vorsichtig sein, Leute. Es fällt hier alles immer herunter. Leute, meine Taktik ist es, hier kleine Löcher zu machen, in die ich meine Füße stecke, damit ich ruhig hochklettern kann. Jetzt mache ich hier ein Loch. So. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich glaube, ich muss noch weitermachen, Leute. So. Oh nein, Freunde, es funktioniert noch nicht. Hier gibt es noch eine Menge zu tun. Leute, lasst uns nochmal das Rad drehen, um unseren Gegenstand zu tauschen. Ich bin schon echt müde von diesem verdammten Messer. Mal schauen, was wir dieses Mal haben. Leute, es ist gerade wirklich, wirklich heiß. Boah, eine Spitzhacke, Leute. Ich denke, das ist das, was wir für diese Grube hier brauchen. Tschüss. Jetzt bin ich dran. Los geht's. Los. Briefpapiermesser. Was soll ich damit machen? Warum habe ich kein Glück? Leute, jetzt bin ich dran. Oh mein Gott, Leute, ich habe eine Schaufel bekommen. Ich habe echt Glück gehabt. Ja. Jetzt bin ich dran zu drehen. Ich habe eine Kiste. Was soll man damit machen, Freunde? Ich habe wieder Pech. Warum so? Was soll ich mit dieser Kiste machen? Das ist keine einfache Kiste. In dieser Kiste befindet sich ein Geschenk. Ich weiß nicht genau, was drin ist, aber du hast großes Glück. Ist da eine Überraschung drin? Ich bin ein Glückspilz. Ich habe 100 Euro. Vielleicht gibt es ja noch etwas für mich drin. Nein, es gibt nichts mehr, Leute. Leute, da ich 100 Euro gewonnen habe, wozu brauche ich diese Challenge? Ich habe
hab schon gewonnen. Tschüss, Raffaello. Tschüss, ich geh weg. Hey, Odyssee, warum bist du so glücklich, hä? Weil ich schon Geld habe. Ja, aber du musst, Odyssee, irgendwie hier rauskommen, oder? Ja, aber das ist mir egal. 100 sind für mich genug. Jetzt brauche ich Hilfe, um irgendwie nach oben zu kommen. Odyssee, wenn du willst, dass ich dir helfe, gib mir doch bitte 50 Euro, Bruder. Bist du verrückt? Ich gebe dir nichts. Wenn du willst, kann ich dir 10 Euro schulden. Oder gehe ich zu den anderen? Hey, Bruder. Nein, Bruder. Ich helfe dir, Papas, Tass und Bro. Toll, komm schon. Odyssee, komm schon. Kletterer, komm. Danke, Stas. Komm, bis später. Du schuldest mir 10 Euro. Vergiss das nicht. Okay, okay. Ich schulde dir. Ja, komm. Leute, wie ihr wisst, bin ich immer der Schlauste. Und ich habe die beste Idee. Ich baue einen eigenen Tunnel. Ich fange also hier unten an zu graben, grabe mich ganz nach unten und komme dort oben an. Das heißt, ich gehe da rein und komme da oben wieder raus. Ich bin so schlau. Also Leute, ich fange hier an zu graben, wo wir gerade sind. Und wenn ich fertig bin, werde ich da rauskommen. So genial bin ich. Mal, ich mache das so, damit es hier einen Abhang gibt. So, so. Dann komme ich sicher raus. Aber hier gibt es noch eine Menge zu tun. Man muss putzen, putzen, putzen. So, bis man alles glatt macht. Hey Leute, ich habe bereits eine Stufe gemacht. Jetzt mache ich die zweite hier. Schaut mal. Großartig. Jetzt ein Fuß hierher. Und, ah! Nein, Leute, ich brauche mehr Stufen und die sollen viel tiefer sein als diese. Also, komischerweise funktioniert das nicht. Ich verstehe einfach nicht, warum ich nicht ein größeres Loch für einen kleinen Tunnel graben kann, damit ich rauskommen kann, so wie man es im Gefängnis macht. Ah, vielleicht muss ich ja zuerst ins Gefängnis, um zu lernen, wie das geht. Ich denke, das ist seltsam, Leute, aber wenn ihr wollt, dass wir ein Video im Gefängnis drehen, dann schreibt es in die Kommentare. Dreht ein Video im Gefängnis und vielleicht drehen wir dann ein Video. Ach, Leute, es ist wirklich heiß hier. Ich weiß nicht, wie viel ich noch ertragen kann. Schade, denn wir alle wollen 1000 Euro gewinnen. Wisst ihr, wie ihr uns helfen könnt? Also abonnieren Sie bitte. Abonniert unseren Kanal. Ihr werdet VGL Army. Und ich muss weiterarbeiten. Ist das? Warum trägst du immer noch was willst du, die Mann? Die Runde hat sich doch bereits geändert, Mann. Das gehört sich nicht. Ja, und? Ich habe einen Helm für die Sicherheit. Und das ist meine Waffe. Was ist los, ha? Ich habe dir doch gesagt, dass wir in jeder Runde die Gegenstände und Werkzeuge wechseln. Komm schon, Niemand. Warum jammerst du denn? Ja, weil du schummelst. Du hast 2 Gegenstände in einer Runde. Los, geh aus dem Spiel raus. Und was meinst du? Dass ich ein Betrüger bin, oder was? Ja, du bist ein Betrüger. Geh, ciao. Ah, du bist einfach Verlierer. Aha, du bist ein Jammerlapp. Komm, geh schon. So, jetzt drehe ich das Rad noch einmal. Warte, warte, warum bist du zuerst dran und nicht ich? Was meinst du? Weil ich der ältere Bruder bin. Das, aber du bist ein Betrüger. Du hast gleich einen Helm und eine Spitzhacke. Das ist Simon, hör endlich auf zu jammern, bitte. Ich fange an und Schluss. Du, hör endlich auf zu schummeln. Ich fange an. Es reicht, ich drehe. Halt, 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 Leute. Wir werden eine wirklich gute Challenge haben. Es ist wirklich heiß und wir haben nur eine Flasche Wasser. Wer die Bälle in den Kopf wirft, gewinnt. Ja, Raffaello, ich bin dabei. Ich bin wirklich durstig. 2, 3, die 1, 2, 3, los geht's. Ja, komm schon. Ich stelle ihn hier. Wer mehr Male den Eimer trifft, gewinnt. Ich fange an, Leute. Los geht's. Hoppa. Ah nein, nicht getroffen. Ah, fast. Ah. Sehr gut, Leute. Ich bin wieder dran. Yo. Die Bälle sind aus dem Korb gerollt, Leute. Das heißt, er hat keine getroffen. Nein, nein. Das ist falsch, Mann. Das geht so nicht. Bravo. Nicht hört mal zu, Leute. Ja, ja, bla, 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 Dimon. Okay, mal ganz ehrlich, wenn das deine Bälle wären, hättest du denn nein, auch noch nein, Punkte? Nein, nein, nein. Starsrad trägt. Jetzt gebe ich dir ein halbes Wasser. Ich habe also 0 Bälle. Dimon hat auch 0. Das bedeutet nichts. Und jetzt wirft Raffaello. Wenn ich den einmal treffe, habe ich gewonnen. Nein, Kumpel, das war knapp. Komm schon, Raffaello, triff mal! Bam, ah, getroffen! Ja, er ist drin, er ist drin! Er hat da keine Chance! Ja, film das, film das bitte! Kameramann, ja, da ist der Ball, da! Los. Ich hab gewonnen! Komm schon, tschüss! Heute ist Halloween und ich habe mir die verrücktesten Streiche für Dimon ausgedacht. Los geht's! Leute, wie ihr sehen könnt, schläft Dimon. Ich habe einen Luftballon, Leute. Und jetzt setze ich eine Maske drauf und schau mal, was ich jetzt machen werde. Hey Leute, schau mal, was ich hab. Ich hab noch eine Überraschung für euch. Schaut mal. Und jetzt streichen.
streiche ich die Türklinke. Schaut mal. Toll, großartig. Oh, ich hoffe, es funktioniert. Oh, Leute, sein Wecker. Die Mon wird bald aufwachen, Leute. Was ist das? Was soll das denn? Stas! Komm, komm! Weiter, weiter, komm, komm! Los, los geht's! Ja, ja! Oh, Dimon, wie geht's, Alter? Was meinst du mit wie geht's? Willst du mich auf den Arm nehmen? Haha, mach dir nichts drauf. Dimon, gehst du dein Gesicht waschen oder soll ich gehen? Ich geh mich waschen, Alter. Haha, ja, geh dich waschen. Will er einen Krieg? Du kriegst einen echten Scheiß-Krieg, Stas. Schaut, was ich tun werde. Ich bereite das Handtuch von Stas aus und nehme jetzt rote Farbe. Ich nehme nun die Farbe und schütte sie auf meine Hände aus. See you! Leute, das sieht voll blutig aus, Alter. Das wird richtig lustig werden. So, toll. Jetzt hänge ich es wieder auf, aber nur auf der anderen Seite, damit es nicht sehen wird. Und jetzt lasse ich Stas in die Dusche gehen. Stas, geh. Das Badezimmer ist endlich frei, Mann. Ah, na endlich. Ich gehe mich endlich duschen. Yeah, geh nur. Oh, wie schön. Was hat Dimon getan? Pfui! Schaut mal, was für einen netten und einfachen Streich ich jetzt mache. Ich bestreiche den Boden des Wasserhahns mit Farbe. Super. Und ich werde jetzt alles abwischen, damit Dimon nichts versteht. Okay, los geht's. Dimon, ich hasse dich. Ich hasse dich auch, Alter. Das. Na, Dimon. Du hast dich schon gewaschen, stimmt's? Ich habe gegessen, also will ich meine Zähne putzen gehen. Ist okay? Ja, Dimon, es ist frei. Frei los. Okay, ich gehe jetzt. So, Leute, ich werde jetzt auch meine Zähnchen putzen, okay? Ja, Leute, ich sollte meine Zahnbürste anfeuchten, damit sie weicher wird als mit Wasser. Oh, Igitt, was ist das nur? Ich glaube, Stas hat mir wieder einen Streich gespielt. Jetzt hat er es aber geschafft. Jetzt bin ich richtig wütend. Sehr clever, Stas. Bravo, du bist so klug. Ja, ja, Dimon. Ich habe IQ von 20. Ja, komm schon. Schaut mal, Leute. Stas, meinst du das ernst? Was ist hier los? Haha, ich hab dich wieder erwischt, Dimon. Lass uns einen Horrorfilm sehen. Okay, Stas, ich bin dafür. Warte nur, ich bring dir etwas Leckeres mit. Leute, ich habe hier zwei Törtchen. Ich habe auch Zahnpasta und etwas Streusel, damit ich alles zumachen werde damit. Also, schaut, was ich für eine geile Überraschung für Stas machen werde. Ich schmiere etwas Zahnpasta auf das Törtchen, damit es wie ein kleiner Kuchen aussieht, Leute. Jetzt dekoriere ich es mit den Streuseln, damit es noch viel, viel schöner wird. Ach toll, Leute. Jetzt sind unsere kleinen, geilen Muffins fertig. Stas, ich habe ein Leckerli für dich. Oh, Dimon, ich danke dir sehr. Sie sehen so lecker aus. Komm schon, mach mal einen Film mal. Hör endlich auf zu spielen, Mann. Warte, Dimon. Ich will sie zuerst probieren. Das ist für dich, du Trottel. Leg dich doch nicht mit Dimon Danger an. Leute, ich hab hier Popcorn. Ich füge Tabasco zu Dimons Popcorn hinzu. Ich schüttel es überall hin. Leute, schaut mal. Ich gebe so viel, 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 ja. Ja, ja. Leute, und ihr meldet euch an, um an unserem Wettbewerb teilzunehmen. Wir verlosen 5 PlayStation 5 für euch. Meldet euch an und ich bringe das zu Dimon. Haha. Hier, Dimon, das für dich. Vielen Dank. Oh, was ist das? Es brennt voll, es brennt voll, es brennt! Das ist ein
Scherz, Bruder. Was ist das für ein Streich? Du bist der allerschlechteste Bruder auf der ganzen Welt. Ja, Limon, ich mag dich auch, Bruder. Oh, da ist jemand. Jemand will einen Scherz machen oder vielleicht ein Leckerbisschen bekommen. Ja, ist das. Aber erinnerst du dich noch, was letztes Jahr passiert ist? Ja, ich erinnere mich daran sehr gut. Was kann ich euch geben? Wie ist das möglich? Und was wirst du jetzt tun, Stas? Also, Limon, ich habe eine Überraschung vorbereitet. Sag mir, ich verstehe nur eins nicht. Warum hast du so einen schönen Schubberschubs für den Räuber vorbereitet? Limon, das sind besondere Lutscher für dich. Um sie vorzubereiten, diese Chupa Chups nehmen wir vor allem Rosenkohl, stecken einen Spieß hinein, so geht das, und tauchen das Ganze in Nutella. Jetzt streuen wir noch Streusel darüber und fertig. Bravo, Stas, du bist so unglaublich klug, Alter. Ja, Limon. Oh, jemand hat wieder geklingelt. Ja, geh. Ja. Geh. Guten Abend. Dieses Jahr etwas Besonderes. Guten Appetit, mein Freund. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt den Chupa Chups genießt. Okay, Stas, heute war ein guter Tag. Jetzt muss ich mich aber für deinen Schlaf vorbereiten, mein Schönheitsschlaf. Bis später, Limon. Gute Nacht, mein Bruder. Bis später. Okay. Ah, nichts ist passiert, Leute. Und hier? Schauen wir mal. Ah, auch nichts. Alles in Ordnung. Ja, okay, wenn hier nichts ist, dann kann ich ja ganz in Ruhe duschen gehen. Ich denke, es ist alles okay mit ihm. Was ist das? Man nimmt das hier, schraubt es ab und füllt es mit roter Farbe. Alles ist bereit. Bereit. Daddy Stars, lass uns lesen. Wir müssen das Licht anmachen. Leute, ich habe hier etwas Klebstoff und so eine Späne. Und jetzt spiele ich Stas einen voll verrückten Streich. Er wird sich voll ins Höschen machen, Leute. Also, ich nehme das Ding jetzt hier ab, klebe den Kleber hier ran, dann nehme ich die Spinne und haut sie darauf. Okay, und jetzt packen wir das wieder alles zurück. So, und kaum wird Stas das Licht anmachen, erscheint eine Spinne, Leute. Da ist eine riesige Spinne! Hey, Stas, hast du wirklich geglaubt, dass es eine echte Spinne ist? Was? Wirklich? Du Schummler! Hey, komm, beruhig dich mal. Komm, ich geh schon. Alles cool, Mann. Okay, Limon, okay. Stas, Stas. Oh, weg. Oh.